Herzlich willkommen zurück bei Lufia. Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich würde mich mal erkundigen, wie das denn aussieht mit diesem Todespanzer, dass wir den auskriegen. Und angeblich soll man den heilen können. Maxi zu kurieren kostet dich 1250 Goldmünzen. Ach ja, ich habe ja kein Geld. Die anderen haben keinen Fluch. Tatsache, Maxi ist verflucht. 1250 Goldmünzen. Die werden wir uns mal ganz schnell hier draußen erkämpfen. Das müssten ein, zwei Kämpfe sein, dann haben wir das. Moment, wir machen auf Vollspeed. Prima, hauen alle drauf. Ich mach gleich noch einen Kampf. Einfach mal draufhauen. 22.000 geben die Blauen. Moment. Gut, geben zwar keine Goldmünzen, aber 22.000 Erfahrungspunkte. Krass. Gut, Geld haben wir dadurch immer noch nicht. Ich mach wieder auf Vollspeed. Hier sieht's nach Geld aus. Noch ein. Wie viel Geld? Ach, locker. Locker kommen wir dann mit dem Geld hin. Halt. Nochmal rein. Und dann nach unten laufen. Wieder zum Pastor. Ja, ich bin verflucht. Ah, ah, ah. Wow, aber 22.000 Erfahrungspunkte. Da müsste ich ja zweimal Idura für besiegen. So, heilen. Kostet ordentlich eine Mark, aber ist vom Fluch befreit. Jetzt gucken wir mal gerade. Rüstung. Maxi. Tatsache, wir können den jetzt mittlerweile ablegen. Haben wir denn was Besseres? Nö, gab es denn im Laden noch was zu kaufen, was Besseres? Weil, gut, die Stahlsalbe, ja, die haut jetzt nicht mehr so rein. Wir haben den ja auch ewig an, weil ich mich da gar nicht drum gekümmert habe, ne? Wo war denn jetzt dieser blöde Shop? Hier drüben, ne? Genau. Einmal rein hier. Waffen, nein, Rüstung, bitte. So eine Rüstung, ach, die bringen bei ihm nichts. Ach, der Todespanzer ist schon nicht schlecht. Ach, und Waffen, ja, den Schraubenschlüssel oder den Schraubstock. Mit dem Schraubstock auf den Gegner einprügeln, können wir uns später holen, wenn wir dann, ich vermute mal, den Erfinder mit im Team haben. Doch jetzt werden wir uns erstmal in seiner Höhle umschauen. Die ist den Leuten ja nicht ganz so geheuer. Ich werde zwischen dieser und der nächsten Folge ein bisschen trainieren hier, glaube ich. Weil, mache ich da mal wieder so eine Viertelstunde oder so. Auf der Geschwindigkeit, die wir eben hatten, also diese hier. Ne, weil das geht echt schnell, aber damit das Video jetzt nicht antun. Gut, soweit waren wir hier ja schon. Die Treppe runter war nix, ne? Genau, da wird später wahrscheinlich irgendwas sein. Jetzt geht die Tür einfach so auf. Wir fallen runter. Und das bringt uns wieder zu dem Anfang. Alles klar. Also gehe ich von aus, wir müssen die andere Tür wählen. Okay, das könnte noch nervig werden. Wir müssen uns hier einen Weg raussuchen. Diesmal gucken wir hier hinter. Und dann gehen wir links. Alles klar. Monster gibt es bisher noch keine. Hier hinten haben wir noch einen Eingang. Gucken, was das Schild sagt. Willkommen erneut. Doch tritt nun ein. Hinter dieser Tür soll das Laboratorium sein. Also würde ich sagen, gehen wir hier rein. Einfach aus Trotz. Das sieht gut aus. Ja, jede Menge Kuriositäten. Es ist nun mal ein Erfinder. Da hinten ist er. Der soll mit uns mitkämpfen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier irgendwie sein, bestimmt sein Helfer oder so. Und der andere ist bestimmt irgendwo anders. Den Schalter können wir nicht umlegen. Huch, ihr seid Fremde, oder? Wie seid ihr hierher gekommen? Bist du Lexis? Allen Berechnungen nach bin ich wirklich Lexis. Ich bin Maxi und das hier ist Selan. Man hat uns erzählt, du würdest dein Schiff verkaufen wollen. Ihr wollt also mein Schiff kaufen? Das ist wunderbar. Warum verkaufst du solch ein großes Schiff? Es ist groß, aber nicht stabil genug, um dies hier zu tragen. Was ist das? Ich nenne es Motor. Und was macht ein Motor? Öl und Luft werden in einem Zylinder vermischt und es erzeugt eine Verbrennung. Der Motor macht dies sehr schnell.
wenn es funktioniert, kann ein Schiff ohne Wind segeln, aus eigenem Antrieb. Ernsthaft? So einen Schrott habe ich noch nie gehört. Die Zeit für den Test ist gekommen und ihr werdet nun Zeuge einer glorreichen Erfindung. Eine Erfindung, die die Welt verändern wird. Los geht's. Tada! Schau, der Propeller setzt sich ohne Wind in Bewegung. Das ist unglaublich. Er kann sogar noch schneller rotieren. Haha, was sagt ihr jetzt? Diese Ereignisse werde ich nie wieder vergessen. Ich gehe, Maxi. Lass uns Sartus fragen, ob er uns ein Schiff baut. Ja, einverstanden. Wartet einen Augenblick. Ihr meint, Sartus baut wieder Schiffe? Entschuldigung, das war mein Handy? Ja, warum fragst du? Er wollte doch keine Schiffe mehr bauen, bevor er nicht mit dem Aura-Baum gefunden hat. Wir haben für ihn den Baum gefunden. Ist das wirklich wahr? Da soll mich doch der Einstein holen. Das ist fantastisch. Kennst du Sartus? Klar, er baut die besten Schiffe der Welt. Er könnte sogar ein Schiff für meinen Motor bauen. Warum braucht ihr denn ein Schiff? Ihr seht nicht aus wie Seeleute. Wir müssen einen Gegner besiegen und benötigen dringend ein Schiff. Gegner? Vielleicht derjenige, der Gordovan zerstört hat und Pandoria versenken wollte? Woher weißt du davon? Mein Kymograf hat ausgeschlagen. Kymo, was? Kymograf, ein Gerät, das eigentlich rhythmische Bewegungen mechanisch aufzeichnet. Ich habe den Kymografen umgebaut. Er kann nun Energiewellen aufnehmen. Er hat zweimal immens hohe Energiewellen aufgenommen. Und das, als Gordovan und Pandoria angegriffen wurden? Nicht wahr? Ja, genau, zur gleichen Zeit. Wo ist dieser Kymograf? Wollt ihr ihn mal ausprobieren? Das ist er. Was sollen wir tun? Nur konzentrieren. Okay, ich versuch's. Oh, wie er ausschlägt. So viel? Das sind 5-mal stärkere Energiewellen, als ich je an einem Menschen gemessen habe. Tja, so bin ich nun mal. Die Maschine funktioniert wirklich hervorragend. Lass es mich auch mal versuchen. Was? Wie war ich? Ach, 8-mal stärker. Meine Energie ist also stärker als die von Guy. Die Maschine muss kaputt sein, das kann nicht sein. Maxi, du bist dran. Ja. Die Nadel ist aus dem messbaren Bereich. Das Gerät kann die Energie nicht mehr messen. Fantastisch, Maxi. Und ich sag euch, die Maschine ist kaputt. Wer seid ihr, dass ihr über solche Kräfte verfügt? Nur ein paar Verrückte, die 4 Höllenfürsten besiegen und die Welt retten wollen. Höllenfürste bekämpfen? Das ist wirklich verrückt. Hab ich doch gesagt. Guy, würdest du die paar Verrückten bitte zurücknehmen? Ich bin nämlich nicht verrückt. Meinst du etwa nur Maxi und ich haben eine Meise? Maxi doch nicht. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ja, ja. Schon gut. Lexis, wir müssen jetzt gehen. Hey, nehmt mich bitte mit. Dich? Warum das denn? Ich will auch gegen die Höllenfürste kämpfen. Ist sicher sehr interessant. Ich glaube es nicht. Noch ein Verrückter. Das wird aber eine sehr gefährliche Reise. Ich bin alt genug, um meine Entscheidungen zu treffen. Aber ich kann mit dem Schwert umgehen und kann sogar einige Zauber. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Du und Zaubern? Interessante Kombination. Ich werde auch den Motor in das Schiff bauen, dann könnt ihr überall hin. Motor? Du machst wohl Scherze. Ich habe doch keine Lust, mitten im See absaufen zu müssen. Keine Angst, ich habe ihn modifiziert. Er ist nun ganz sicher. Wirklich? Ja, ich bin doch ein Genie, oder hast du das vergessen? Was meinst du, Maxi? Wenn der Motor wirklich funktioniert, kann er uns sehr nützlich sein. Genau, ich baue einen Motor und ihr besorgt mir ein geeignetes Schiff. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Maxi. Lexi ist ein wahres Genie. Wir werden ihn sicher noch brauchen. Also gut, gehen wir nach Alea und reden mit Sartus. Jetzt reden wir erstmal mit ihm hier. Ja, ja, mach das ruhig. Ich baue so lange den Motor fertig. Hier, denke ich mal, werde ich mich nicht flüchten können. Ach, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt hier einfach raus. Fällt er jetzt wieder runter? Nee. Was wäre hier auf dem Weg passiert? Alles gut? Was wäre auf dem Weg passiert? Alles gut? Was wäre in der anderen Tür passiert? Ach, wir fallen da wieder runter. Ich wollte nur mal gucken, ob man hier noch einen Schatz abgraben kann. Eventuell.
Aber es sieht nicht danach aus. Aber so sind wir natürlich schneller zurückgekommen. Hier wieder raus. Jetzt wollte ich was machen? Ja, wir warpen uns direkt dahin, ne, damit wir gleich in der Story weiterkommen. Warp. Einmal nach Alea. Fupp. Satos! Wir brauchen ein Schiff! Satos! Hängst du hier wieder rum? Hast du ein Schiff? Wir nehmen einfach das, was er für uns gebaut hat, ne? Hier wohnt der nicht. War das hier seine Hütte? Ah, prima. Hallo, schön euch zu sehen. Was wollt ihr? Wir möchten, dass du uns ein Schiff baust. Warum wollt ihr ein neues, ein gebrauchtes ist viel billiger? Es muss aus dem Aurabaum hergestellt sein. Ein anderes Schiff könnte den Motor nicht tragen. Den Motor? Du meinst Lexis Motor? Ja. Lexis ist ein Genie. Mit dem Motor könnten wir ein gewaltiges Schiff bauen. Okay, ich baue das Schiff, aber wegen dem Motor muss ich einige neue Berechnungen machen. Das kann etwas dauern. Wo haltet ihr euch auf? In Kytos. Dann muss ich durch das Wassertor in Auralio. Gibt es da ein Problem? Nein, warte, in Kyros auf mich. Ich bringe euch das Schiff, sobald es fertig ist. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, also verliert nicht die Geduld. Ich werde jetzt an dem Schiff weiterarbeiten. Was machen wir jetzt? Wir gehen nach Kytos und warten darauf, dass das Schiff fertig wird. Wartet auf mich in Kyros. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin, schlafen mal wieder zwei Nächte oder was, ne? Achso, ich muss ja erst die Stadt verlassen. Ah, raus aus der Stadt. Satos baut ein Schiff. Zauber, Selan, Warp. Und dann einmal bitte zurück. Ach, in sein Labor können wir jetzt auch nach Kytos. Ja, hier angekommen. Schauen wir gleich mal nach. Schlafen. Guten Tag, kann ich hier schlafen? Ja, 50 Gold müssen natürlich. Boop. Und gleich nochmal, hallo, wir schlafen zur Sicherheit mal drei Nächte, ne? Da muss er sich halt einen Tag gedulden, wenn er jetzt schon da sein sollte. So, drei Nächte geschlafen. Da unten steht ein Schiff, aber das ist nicht unser Schiff, ne? Satos ist wieder im Chef, vielleicht bittet ihn, noch ein Schiff zu bauen. Muss ich vielleicht doch in sein Labor da oben hin? Oder hat er hier inzwischen irgendwo angelegt? Hat er hier angelegt? Nee. Vielleicht kommt er, wenn ich die Stadt verlasse? Nee. Gut, wir gehen mal so hoch. Da können wir vielleicht noch einen Kampf mitnehmen. Prima. Hauen wir nochmal kurz auf diese Bluthunde ein. Ach ja, und Selan steigt dann auch nochmal wieder auf. Wieder durchs Labor kämpfen. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Rechte Tür. Egal welcher Weg. Linke Tür. Und ab durch die Hecke. Und schon sind wir da. Motor ist fertig. Satos bringt also das Schiff. Da muss ich mich jetzt aber beeilen. Maxi, warte auf mich in Kytos. Sobald ich mit dem Motor fertig bin, suche ich dich auf. Schönen Dank für nichts. Ja, wir nehmen den kürzesten Weg. Da brauche ich nicht lenken. Da macht er das von alleine. Beziehungsweise ich muss hier drauf und dann geht's los. So, angekommen. Jetzt wieder in die Stadt? Oder muss ich da unten erst irgendwie was in den Wald oder was? Ach, da kann ich auch jetzt schnell runterlaufen. Da brauche ich jetzt irgendwie nicht hinwarpen. Oh. Blumen? Blumen? Was für hübsche Blumen kann ich hier eine haben? Danke, das kostet eine Goldmünze. Geht es dir gut? Du siehst blass aus. Ja, mir geht es gut. Achtung! Bist du in Ordnung? Oh nein, meine Schwester! Halte durch, Lara! Halte durch! Wir bringen sie an einen Ort, wo sie sich hinlegen kann. Unser Haus ist gleich da drüben. Folgt mir. Ist erstmal zusammengeklappt. Wir sind da. Bringt sie rein. Schwesterherz. Sie war wahrscheinlich auf dem Berg und da ist irgendwas passiert. Ihr geht es gut. Sie schläft nur. Was fehlt ihr? Sie ist vollkommen erledigt. Wenn sie sich ein paar Tage ausruht, ist sie wieder fit. Sie arbeitet den ganzen Tag und wenn wir ihr helfen können, wäre sie nicht so erschöpft. Ah, Lara. Oh, ihr seid es. Hoppla. Warum liege ich denn im Bett? Du bist umgekippt. Ihr seid diejenigen, die bei mir Blumen gekauft haben. Habt ihr mich hierher gebracht? Danke.
nicht der Rede wert, aber du solltest wirklich besser auf dich aufpassen. Ja, ich weiß, aber... Nein, Lara, du musst jetzt ein paar Tage im Bett bleiben. Danke, mir geht es wieder gut. Ich muss für morgen noch Blumen pflücken. Übrigens, ich habe auf dem Berg eine Blume bemerkt. Das war die schönste, die ich je gesehen habe. Wenn ich sie in die Finger bekommen könnte, wäre sie sicher ein Verkaufsschlager. Lara! Blumen. Wir müssen etwas unternehmen, sonst können wir sie nicht davon abhalten, nach der Blume zu suchen. Selan, betäube sie. Betäuben? Natürlich, das können wir tun, nicht wahr? Narkose. Was habt ihr mit meiner Schwester gemacht? Ihr geht es gut. Narkose ist ein Schlafzauber. Sie wird wieder aufwachen, wenn es ihr besser geht. Wirklich? Ja. Wollen wir jetzt aufbrechen, um die Blume zu holen? Ja, klar. Das wird sicher eine nette Abwechslung zu den ganzen Kämpfen mit den Monstern. Wir suchen die Blume, die deine Schwester gesehen hat. Passt inzwischen gut auf sie auf. Das werden wir. Wo pflückt deine Schwester normalerweise ihre Blumen? Auf dem Berg südlich von hier. Dort gibt es viele schöne Blumen. Also der Berg südlich von hier. Gut, Maxi, auf geht's. Auf geht's in ein neues Abenteuer und in eine neue Folge. Wir sehen uns morgen. Tschüss.